Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, hier bin ich wieder. Ich hatte schon wieder Internetprobleme. Deswegen bin ich heute später. War jetzt ein Kabelmitarbeiter da, jetzt funktioniert endlich wieder alles. Ne? Jo, und eine sehr stressige Woche durch toxische Leute. Ne? Also wenn man mit denen zu tun hatte und je nachdem, wie lange man mit denen zu tun hatte, ne? Kannst du singen, ne? Du hattest keine Tränen mehr gestern, als wir uns trafen. Wie geht es weiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kommt nachher, dein Blick war leer. Ich hörte zu und zog dich von der Straße. Ja, da kann man landen, wenn man es mit toxischen Leuten zu tun hat. Ja? Deswegen passt auf, wen ihr in euer Leben lasst. Ja, die sind ganz schrecklich und die machen dich kaputt. Ne? Da kriegst du Burnout wegen dem ganzen Drama und Stress, wo die dir zumuten. Je kränker du wirst, desto weniger kommst du halt eben dort weg. Ne? Ja, ganz schlimm. Wenn du dann noch liebe Menschen verlierst, die wo sterben, ne, das nutzen die auch noch aus. Also ich weiß nicht, wo die herkommen. Jeder sagt ja immer, ach, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Ich sehe das anders. Das sind in meinen Augen eine andere Sorte Mensch, in Anführungszeichen Mensch, weil das Menschliche fehlt, ne? Jo, die wo halt eben extrem verdorben ist. So, aber wir kommen jetzt mal zur Wochenlegung. Wollen wir mal nach Nasen sprayen, die Nase? Ich auch Luft krieg. Ja. So, die geht vom 5. bis zum 11. mache ich die Wochenlegung heute. Ne? Da hole ich mal die Sonnenfunken-Lenormand von der Angelina Schulze, die Sanssouci die 2 Cards von der Nadine Breitenstein und hole die Engel von der Doreen Vertue. Ich habe gestern übrigens schon angefangen gehabt, aber ich musste abbrechen, weil dauernd irgendwas war. Schlimm. So, jetzt gucken wir mal. Im Namen Gottes. Wir wenden uns von unserem Gott nicht ab. Ne? Ja, das haben diese Dunkelwesen, Narzissten, Psychopathen, Soziopathen, die haben das gemacht. Ne? Die haben sich bewusst für die dunkle Seite entschieden und werden auch dementsprechend ein Schicksal erleiden. Manchen kommt es ja so vor, so Aladdin gelingt immer alles, ihr Leben lang kommen die mit allem durch, ne? Aber am Ende kommt die Abrechnung, weil ich sag immer, hier guckt noch jemand zu, Gott, ne? Ja. Im Namen Gottes. So, ja. Du hast es hier mit jemand Falschem zu tun nächste Woche, ne? Da laufen Dinge falsch, ne? Hier will dich jemand täuschen, sei vorsichtig. Hier spinnt jemand Intrigen hinter deinem Rücken und betrügt dich, ne? Ja, genau. Und schon haben wir unsere toxischen Leute, ne? Es kann sein, dass hier eine Autorität gegen diese falsche Person oder mehrere falsche Personen da eingeschaltet wird, ne? Chef, Anwalt, Arzt, ne? Vielleicht aber auch jemand aus der Vergangenheit, ne? Jemand, der wo für dich die Krallen zeigt, der wo dich beschützt, ne? Der Bär. Ja, genau. Im Namen Gottes. Was kommt denn noch nächste Woche? Also ich reg mich selbst immer auf, wenn die Toxischen da liegen, aber ich kann ja nichts dran ändern, meine Lieben, ne? Jo. Ja, hier hat dich jemand eventuell abhängig gemacht oder hängt an dir, ne? Ja, die machen halt diese narzisstischen Leute, ne, die machen halt ihre Opfer krank und abhängig, ne. Da hast du nachher kein Selbstvertrauen mehr, bist nicht mehr gesund, bist von denen abhängig, ne. Jo, genau. Und da kannst du natürlich nicht gehen und kannst dich nicht mehr bewegen, ne. Jo, es kann sich aber auch hier um eine Arbeit handeln, ne. Jo, genau. Oder das Ausland hat was damit zu tun. Ja, eine Abhängigkeitsbeziehung. Du bist an etwas oder jemanden gebunden im Namen Gottes,
Eheverbindung, Beziehung, Verträge, Verpflichtungen, ne, wo sich immer wieder alles im Kreis dreht, ne. So, und diese Beziehung ist nicht so leuchtend schön, wie diese Karte aussieht, ne. Ja. Und hier haben wir ihn schon. Ein Partner oder Partnerin, ich rede ja mal aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen. Also der Partner steht auch für das Weibliche, ne. Gleichgeschlechtliche ist natürlich auch, ne. Jo. Im Namen Gottes, davon wirst du loslassen. Ich denke, innerlich hast du schon losgelassen. Du möchtest eine Veränderung. Aber vielleicht bist du krank geworden oder finanziell oder irgendwie anders sind da irgendwelche Abhängigkeiten noch. Ne? Aber davon wird dich befreit. Ne? Weil diese Personen, die stürzen dich nur ins Chaos. Ne? Und das machen die mit voller Absicht und freundlich dann noch. Ne? Also was ich so eklig finde, ist, dass die auch so sadistisch sind, ne? Die erfreuen sich an dem Leid, wo sie verursachen, ne? Aber hier habe ich das Auge Gottes. Gott sieht, was passiert, ne? Jo, du bist ein schöner Schmetterling, ne? Und da wird sich von dem Schlimmen da befreit. So, jetzt holen wir mal die nächsten Karten. Sind schön gemacht, hm? Jo. Eine Beziehung sollte immer, ein Partner sollte immer ein bester Freund sein, sehr liebevoll, dich unterstützen, ne? Und genau das ist das, was du bei toxischen Leuten in keinster Weise hast, ne? Die saugen dich aus, die beuten dich aus, die machen dich kaputt und erfreuen sich daran, was sie für ein Chaos dahinter lassen, ne? Jo. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt und dass dir deine Träume bleiben. Und wenn du suchst nach Zärtlichkeit, wünsch ich dir Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeit. Im Namen Gottes. Ja, also die kommen so dahergegangen, ne? Satan kommt ja immer in Person eines Engels, das kennen wir ja schon aus der Bibel. Aber je älter die werden, ne, desto mehr sieht man denen ihr wahres Gesicht. Und das ist dann nicht mehr so schön wie hier. Ne? Ja, es kommt durch die Bösartigkeit. Ne? Die drückt sich irgendwann, wird die körperlich sichtbar. Jo. Vorsicht, du hast es hier mit einem Wolf zu tun, ne? Wie bei Rotkäppchen und der Wolf, ne? Ja, lass dich zu nichts überreden oder lass dich auch nicht um den Finger wickeln, ne? Ja, das ist deine Warnkarte und die liegt direkt unter dem Fuchs. Ja, die gucken ja nur auf ihren eigenen Arsch, ne? Im Namen Gottes, aber scheinbar machst du dir auch viel grundlos Sorgen, ne? Ja, weil du hast ja den Vorboten für Erfolg, ne? Freunde hast du auch, ne? Freunde sind wie Laternen am Wegesrand. Sie machen ihn zwar nicht kürzer, aber sie erhellen ihn dafür. Ne? Ja, du wirst eine Offenbarung haben. Anerkennung und Glück warten auf dich. Ne? Ja. Wunder. Hilfe in letzter Minute kriegst du. Ne? Von den Heiligen. Ne? Weil du ein guter, liebevoller Mensch bist. Ne? Im Namen Gottes. Wunder, im Namen Gottes, was die auch zerstören, ist der Glaube, also dieser toxischen, der Glaube an das Gute im Menschen, ne? Wenn du so viel Bösartigkeit erfährst, ne, dann fällt dir das halt eben schwer, dann noch an das Gute zu glauben, gerade weil die immer mit allem durchkommen, ne? Aber ich kann euch sagen, das Karma wird kommen, ne? Ja, du bist ein sehr schöner Mensch, es geht um dein Wohlbefinden, ne? Kümmer dich gut um deinen eigenen Körper, weil das verhindern die auch, ne? Gönn dir mal was, ne? Jo, genau. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig nächste Woche? Ja, wichtige Probleme sollst du angehen. Ja, die gehst du ja sowieso an. Und mit toxischen Leuten kann ich dir sagen, hast du 24 Stunden am Tag Probleme, ne? Ja. Ja, du willst dich nicht mehr mit Kleinigkeiten und Belanglosigkeiten aufhalten. Das ist auch bei toxischen Leuten. Die sind extrem oberflächlich, ne? Also die haben keinen Tiefgang, ne?
Jo, die haben, wie sagen die immer in den Gruppen da, ne? Die haben kein eigenes Selbst, ne? Und bedienen sich dann deiner, ne? Ja, im Moment hast du eine Erlebnis- und inhaltslose Lebensphase und wirst durch toxische Personen und verlogene Leute, wirst du um zustehende Belohnung gebracht. Und das ist direkt unter dem Partner gefallen, ne? Ja. Im Namen Gottes, wie geht's denn weiter nächste Woche? Ja, hier hast du es mit jemandem zu tun, der unnahbar ist, ne? Ja, aber du bist jemand, du bleibst deinen Prinzipien treu, ne? Du hast vielleicht eine Ritterrüstung an gegen diese toxische Person, ne? Ja, oder mehrere Personen, ne? Das kann überall sein, in der Familie, am schlimmsten in derselben Wohnung, in der Partnerschaft, ne? Und es kann aber auch ein Vermieter sein oder Nachbarschaft, ne? Ja. Jemand hat hier nur ein bestimmtes Schema, ne? Die machen ja immer dasselbe. Also wer einen Narzisst kennt, der kennt eigentlich alle, weil die alle dasselbe tun. Ne? Jo. Ich bin ehrlich, ich hab die gefressen, ne? Gib mir mal dieses Lied von echt durch den Kopf, ne? Du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für irgendwen, denn du trägst keine Liebe in dir, dir nachzutrauern macht keinen Sinn mehr. Im Namen Gottes. Ja, ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen oder geht zu Ende, ne? Bitte deine Engel um Beistand und Führung für deinen nächsten Schritt. Nun erwartet dich Freude. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Weil davon Freude bist du, wenn du mit toxischen Leuten zu tun hast, bist du ganz weit weg, ne? Ja. Ja, im Namen Gottes, schreite nächste Woche beschwingt voran und akzeptiere kein geht nicht. Rechne mit wunderbaren Lösungen für deine Probleme. Und die nächste Karte ist super, ne? Du bist ein sehr liebevoller Mensch, ne? Du verdienst das Beste. Greife mit deinen Träumen und Wünschen nach den Sternen und geh keine faulen Kompromisse mehr ein, ne? Ja. Im Namen Gottes. Was ist denn nächste Woche noch wichtig? Der Engel der Familien, ja, diese toxischen Leute zerstören ja die ganze Familie und die gehen mit jedem wie mit dem letzten Dreck um, ne? Und in deiner Familie wird sich aber bald eine erfreuliche Veränderung ereignen, ne? Zuwachs einstellen, ne? Vielleicht findest du den passenden Partner. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ich bin froh, dass jetzt endlich der richtige Partner in mein Leben kommt. Ich bin kerngesund. Ich bin beschützt. Ich bin das Licht. Danke für alles, ne? Erfreuliche Veränderungen hören wir doch gern. Ja. So, bitte noch eine Karte. Liebe geistige Welt. Sei voller Hoffnung und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes Neues in deinem Leben. Allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. Ja, mach keine Sachen, lieber Gott. Wenn es für uns sichtbar wäre, dann würden wir die Karte gucken, ne, was eventuell könnte auf uns zukommen oder liegen, ne? Ja, also hier kommt etwas Schönes auf dich zu, ne? So, jetzt hol ich mal die Würfel. Schwarze Vögel, roter Himmel, Frau am Meer. Riecht an Blumen, aber ihre Hand ist leer. Sieht ein Schiff im Sturm versinken, hört Menschen schreien. Sie ist nicht verlassen, nur allein. Das bist du auch bei toxischen Leuten, ne? Da kannst du umfallen, die lassen dich auf dem Boden liegen. Also ich habe selten so was Bösartiges gesehen. Im Namen Gottes. Wie geht es denn nächste Woche weiter? Jo, hier schießt jemand mit Pfeilen auf dich, ne? Jemand, wo du dich eingesperrt fühlst, ne? Und irgendwie den Ausgang nicht findest, ne? Den passenden Schlüssel
Zu deinem Knast findest du aber. Das Ganze kommt auch mit Sicherheit, ne? Und wird erfolgreich werden. Das habe ich ja auch in den Karten. Du kriegst Hilfe und Unterstützung, ne? Vielleicht brauchst du die auch, ne? Weil die machen dich zum Teil richtig schwer krank, ne? Ja. Hier kommt es zu einer Erneuerung, ne? Alles, was nicht mehr zu dir gehört, wird weggebrannt, sage ich jetzt mal, ne? Bildlich gesehen natürlich nur, ne? Ja, und aus dem Feuer entsteht etwas Neues, wie beim Phönix, ne? Im Namen Gottes. Wie geht es denn weiter nächste Woche? Jo, hier habe ich wieder den falschen Fuchs. Ein Rivale, Rivalin, jemand, der wo dir nur Schwierigkeiten, Komplikationen macht, wo lügt, betrügt, bescheißt, ne? Toxische Leute sind ja Hochstapler, ne? Ja, wo alles unsicher und unklar ist, ne? Ja. Ja, und du leidest halt eben darunter. Hier bist du, ne? Guck auf dich und nicht auf diese falsche Person. Aber hier kommt etwas mit Sicherheit, was dich in deine Wunscherfüllung führt, ne? Und in helle, schöne Zeiten, die Sonne. Ja? So, nehmen wir mal noch die Chance. Wie geht's denn nächste Woche weiter? Habe ich ja wieder WLAN, jetzt kann ich ja hochladen. Im Namen Gottes. Immer im Namen Gottes. Was die andere Seite zu berichten hat, da haben wir überhaupt gar kein Interesse dran, ne? So, du hast die Engelsflügel. Also die Engel versuchen dich zu beschützen, so gut wie es geht, ne? Hier kommt auch eine Veränderung auf dich zu, wo dich die Engel dabei beschützen, ne? Hier kommt ein zartes Pflänzchen für den Neuanfang aus dem Boden, ne? Ja, und zwar in der Liebe. Genau. Also hier könntest du jemanden kennenlernen, der wohl dich liebt. Ne? So, hier habe ich die Hanfpflanze. Ja, vielleicht ist diese toxische Person, diese verlogene Person auch auf irgendeine Art und Weise toxisch. Ne? Süchtig. Ne? Ja, die haben ja meistens irgendwelche Süchte. Ne? Alkohol, spielsüchtig und Drogen. Ne? Jo. Ja. Ja, und da passen auch die Fische. Aber hier habe ich zwei Fische. Also in wenigen Fällen stehen die Fische auch dafür, dass du den richtigen Partner kennenlernst, weil hier habe ich einen Stern drauf, ne? Dass die wahre Liebe auf dich zukommt. Jemand, der wohl sensibel ist. Vielleicht Sternzeichen Fische. Fisch, Skorpion. Was gibt's denn noch? Das weiß ich jetzt nicht genau. Könnt ihr mal selbst nachgucken, ne? Krebs, glaube ich noch. Ne? Das sind die sensiblen Sternzeichen, ne? Mein Sohn ist Fischer. Jo, diese toxischen Leute sind sehr neidisch, sehr hasserfüllt, sehr eifersüchtig, verbreiten böse Gerüchte über dich. Ne? Also mit denen hast du es ja zu tun. Das haben wir da oben sehen. Aber das könnte sich über Nacht ändern. Hör auf dein Bauchgefühl oder abends. Ne? Fledermäuse fliegen ja abends. Ne? Verlass dich auf deinen inneren Kompass. Ne? Ja, hier könnte die Liebe auf dich zukommen. Es geht darum, dass du wie der Eiffelturm wieder senkrecht stehst, ne? Ja, genau. Ja, was auch bei diesen toxischen Leuten ist, die versprechen dir ja alles Mögliche, ne? Aber du kommst mit denen nirgends hin. Tatsächlich noch nicht mal ein Meier in der Nähe, ne? Jo. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, lief nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals wirklich frei. So, hier habe ich die Zahl Gottes 7, die steht für Wunder. Also hier könnte etwas passieren, was dir wie ein Wunder erscheint und was auch geschickt ist von der geistigen Welt. Ich habe mal gelesen, dass die früher haben die den Verstorbenen auf den Sarg und alles, haben die die 7 drauf gemalt, weil die für Gott steht. Ne? Ja? Kann auch an einem 7. sein. Ne? Ja. Oder im 7. Monat. Nein, der 7. Monat ist ja jetzt rum. Ja. Ja, an einem 7. passiert ein Wunder. Das bist du. Da kannst du wieder durchs Leben tanzen. Ballerina, ne? Ja. Ja, da fühlst du dich wieder frei, ne?
Ja, genau, kannst deine Hobbys wieder frönen. Das Ganze passiert auch mit Sicherheit, ne? Hier kommt ein Geschenk auf dich zu. Hier habe ich eine Muschel, ne? So, und wenn du dieses Geschenk aufmachst, ist eine Perle drin. Ich denke, Perlen, dass die stehen so für die gutmütigen Menschen in deinem Leben, ne? Ja? Jemand, der wo richtig gut zu dir passt. Im Namen Gottes. Kommt dann noch nächste Woche. Jo, du bist beschützt von der geistigen Welt. Versuch, Gottvertrauen zu haben. Es lohnt sich. Ne? Ja? Ja, hier wird nämlich unerwartet etwas weggekürzt. Ne? Etwas, was falsch ist, bösartig ist, ne? Ja, und dir vielleicht sehr geschadet hat, ne? Wo dich von deiner Ernte abgehalten hat, ne? Die ganzen Belastungen, ne? Also hier wirst du belastet durch irgendjemanden, ne? Jo. Deswegen beschützt dich die geistige Welt, damit du in deine Wunscherfüllung gehen kannst, ne? Da geht's rein und eventuell auch abends oder über Nacht, ne? In Erfüllung, große Glückskarte, alles wird gut, ne? Ja? Du bist auch sehr spirituell und die Sterne stehen auch für deine Psyche, ne? Hier wird etwas beendet. Etwas, was sowieso schon in dir gestorben ist, ne? Ja, vielleicht die Liebe zu einer solchen falschen Person da, ne? Hier nimmst du von etwas Abschied, es wird beendet, ne? Eventuell wird hier eine Krankheit beendet oder du fühlst dich krank, ne? Jo. Also hier wird etwas beendet, beerdigt, begraben für immer, ne? Ja, genau. So, jetzt hol ich mal. Ich hab mal noch die Glückskekse. Im Namen Gottes. Was kommt denn nächste Woche noch? Gucken wir mal. Herrlich, wie du dich amüsierst und andere mit einbeziehst. Ja, scheinbar kommt das so weit, ne? Wenn du mit toxischen Leuten zu tun hast, da hängt dir die Schnitz am Boden, ne? Du hast aber schon die richtige Richtung eingeschlagen, ne? Prima. Du hast ein offenes Ohr für Neues. Ja, wenn du nur in Drama hockst, ne? Willst du nur noch haben, dass das aufhört. Also so wie die sich da wirklich benehmen, ne? Das kann man im Fernsehen gar nicht darstellen, ne? Ja, da kriegen die alten Leute, wenn die so einen Krimi da gucken, kriegen einen Herzinfarkt, ne? Ja, du hast Fehler gemacht, ne? Aus Gutmütigkeit, ne? Es kann sein, dass du die von morgens bis abends bereust, ne? Ja, aber die sind halt eben unsere besten Lehrmeister. Und da hast du diesen toxischen Leuten was voraus, weil die lernen aus ihren Fehlern nicht, ne? Heute wendet sich das Blatt zum Guten. Ja, hoffentlich stimmt das, sonst beschwere ich mich nämlich in eurem Namen bei Gott. So, bitte noch eine Karte für nächste Woche, mein lieber Gott. Ja, es ist der richtige Zeitpunkt für diese neue Unternehmung. Sie glückt und das Ergebnis entspricht deinen positiven Erwartungen. Isabella. Du bist ein Lichtarbeiter im Namen Gottes. Ne? Lass göttliches Licht und Liebe auf die Erde und ihre Bewohner strahlen wie ein Engel. Gott braucht dich dafür. Und deswegen wirst du auch beschützt. Ne? Und deswegen fliegt die Motte auch ins Licht. Ne? Ja? Diese toxischen Leute, die suchen sich ja immer die Erdenengel aus. Ne? Oder die wo extrem gutmütig sind, alles für andere tun, sehr hilfsbereit sind. Leute, die wo sie gut ausbeuten können. Ne? Leute, die wo viel Geduld haben, wo sich unter Umständen auch viel gefallen lassen, ja, und viel vergeben, ne? Ja. Bist vielleicht ein Indigo oder Kristallkind, ne? So, und mit dieser Karte höre ich auf, ne? Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug, Arbeitswechsel oder Partnerwechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie, ne? Gut. So, das wär's dann mal von mir. Dann freue ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst. Da kriegst du die Videos auch immer angezeigt, ne? Ist ja vollkommen kostenlos. Noch eine Karte.
Jo, du lässt jemanden gehen, ziehen, lässt los, ne? Ja, ein Abschied für immer. Du hast auch ein Einsehen, dass das mit diesen Leuten da nicht geht. Die werden ja immer schlimmer, ne? Jo. Genau. Hast deinen eigenen Stil, ne? Bist ein Unikat. Hast irgendwie auch das Gefühl, in der falschen Zeit zu leben. Ja, das ist natürlich auch kein Wunder, ne? Weil Narzissmus, das ist ja schon fast eine Mode geworden, ne? Hast auch Sehnsucht nach der guten alten Zeit, ne? Fühlt sich hier verkehrt, ne? Ja. Erfreust dich aber größter Beliebtheit, hast scheinbar mehrere Verehrer und weißt das gar nicht, ne? Jo, du wirst die Qual der Wahl haben, ne? Lieber auf den ersten Blick könnte dich straffen. So, jetzt habe ich die Glückskekse da weggehustet. Jo, also, du bekommst eine erlösende Nachricht, ein Liebesbrief, ne? Weil da ist dein Herz drauf und die Schwalbe steht für Glück, ne? Ja? Eine Botschaft aus der geistigen Welt, erhältst Zeichen, eventuell Heilung von einer Krankheit und eine erleichternde Diagnose. Ja, das wünsche ich jedem, der aber krank ist. So, dann wäre ich mal fertig mit der Legung. Ne? Jo. Singen wir mal nochmal das Heillied von Rapunzel. Ne? Blumen leuchten schön. Kannst so mächtig sein, dreh die Zeit zurück, gib mir, was einst war mein. Blumen leuchten schön, lass mich nicht allein, halt das Schicksal auf, gib mir, was einst war mein, was einst war mein. Ne? Ja, und dass dir nichts gefallen, steht zu deiner Wahrheit, ne? Denkt immer dran, lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln. Du bist ein sehr wertvoller Mensch, weil du ein Lichtarbeiter bist. Ne? Und lass dir von keinem irgendwas anderes sagen. Ne? So, dann verabschiede ich mich mal und wünsche euch noch einen schönen Samstag.